6 Teams sind nominiert für den WTT Young Leader Award 2024. Insgesamt 49 Studierendenteams von der Ostschweizer Fachhochschule, haben monatelang an 8 Aufträgen von Schweizer Unternehmen gearbeitet. Die 6 nominierten Teams haben mit ihrer Arbeit die Jury überzeugt. Sie stehen jetzt im Finale um die begehrten Preise in der Kategorie Marktforschung und Managementkonzeption. Zuwema und Nevemag fertigen CNC-, Dreh- und Fräsmaschinen. Seit 2 Jahren gehören die beiden Unternehmen zur Tolus-Gruppe aus Biberist. Jeden Monat liefern Nevemag und Zuwema einen Rapport über ihre Finanzdaten als Mutterhaus Tolus. Das Zusammentragen und das Aufarbeiten dieser Daten hat jeden Monat mehrere Tage beansprucht. Ein Projektteam von der Ost hat diesen Prozess automatisiert. Wir haben die bestehenden Excel-Dateien von ihnen übernommen. Auch PowerPoint fürs Reporting haben wir übernommen. Wir haben jedoch einfach in diesen Excel-Dateien die Verlinkungen untereinander so gemacht, dass sie mit einem Knopfdruck oder 2 Knopfdruck die ganzen Daten aus der ERP können extrahieren, in die Excel können importieren und dass nicht alles automatisch berechnet wird und schlussendlich in die Präsentation hineingeschmissen wird. Bei der Entwicklung war wichtig, dass die Lösung nicht nur technisch funktioniert, sondern auch den Vorstellungen der Kundschaft entspricht. Wo ich Unterstützung leisten konnte, war neben den technischen Dingen, die sie eigentlich gut konnten, auch gerade auf die Wichtigkeit der Kommunikation hinzuweisen. Dass man also immer wieder mit den Kunden spricht und genau diese Randbedingungen immer wieder überprüft, dass man tatsächlich eine schöne Lösung für die Kunden bekommt. Die Studierenden aus der Wirtschaftsinformatik haben sich mit der Datenstruktur und dem Finanzprozess in den beiden Unternehmen müssen vertraut machen. Etwas, was ich gelernt habe, ist sicher ein lösungs- und kundenorientiertes Denken. Das heisst, wir sind eigentlich alle nicht vom Fach, wir sind ja keine Finanzexperten. Jedoch haben wir uns wirklich in die Situation hineinversetzen, sodass für den Anwender ein sehr gutes Produkt entsteht. Die neuen Automatisierungslösungen der Studierenden sind bei den Auftraggebern schon im Einsatz. Das Projekt ist von den Studierenden während der Projektarbeit bereits implementiert worden. Darum können wir seit dem Mai 2024 aktiv damit arbeiten. Das Projektteam hat den Auftraggeber nicht nur ein Konzept, sondern eine direkt umsetzbare Lösung können bieten. Ich finde unser Projekt besonders stark, dass wir nicht nur eine Managementkonzeption am Schluss abgegeben haben, sondern auch das Ganze direkt selber umgesetzt haben. Das war für uns sehr wichtig, damit auch die Kundschaft am Schluss wirklich glücklich war. Mit dem Resultat dieser Projektarbeit sind wir sehr zufrieden. Die Zeitersparnis ist enorm. Die mehrtägige Vorarbeit entfällt und wir können direkt an die Umsetzung des Reporting. Mit dieser Projektarbeit ist das Team nominiert für den WTT Young Leader Award. Der Gewinn des WTT Young Leader Award wäre für uns eine massive Bestätigung. Wir sind letztes Jahr schon als Dritte nominiert worden. Daher wäre ein erster Platz dieses Jahr umso besser. Vor allem auch für den Aufwand, den wir hatten und für das Produkt, das wir am Schluss abgeben konnten, wäre es eine enorme Bestätigung. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2024? Die Preisverleihung ist am 28. Oktober in der Domhalle St. Gallen mit dem Award-Referat von Selma Kujas zum Thema Personal Branding.